Hallo liebe Leute, seid begrüßt zum heutigen Video vom Callcenter Crusher. Mal wieder wollen die Betrüger mich um mein sauer erspartes Geld erleichtern. Immer wieder rufen mich diese Koryphäen der Finanzdienstleister an. Hört euch an, wie sie es diesmal versuchen. Wie immer geht es nach dem Intro los. Hallo? Hallo Herr Schmidt, Victoria Goldstein am Apparat. Ich melde mich von VIP Trade an, wo Sie sich angemeldet haben für Online-Handeln. Ist es korrekt? Das ist richtig, ja. Online-Trading. Ich bin Ihre Kontenmanagerin. Ich helfe Ihnen bei der Kontoaktivierung. Herr Schmidt, sagen Sie bitte, hatten Sie schon Erfahrung in diesem Feld oder sind Sie Anfänger? In diesem Feld? Ich bin kein Landwirt. Ja, also keine Erfahrung. Nee, wie gesagt, ich bin kein Landwirt. Ich habe mit dem Feld keine Erfahrung. Also, ich meine, in diesem Bereich, im Bereich Investment, haben Sie einmal investiert, gehandelt, zum Beispiel in Richtung Aktien. Ja, richtig. Haben Sie gehandelt, oder? Ja, haben Sie schon Erfahrung? Ja, natürlich, super. Mit Aktien, ja. Ja, mit Aktien, super. Also, Herr Schmidt, bei uns steht zu Ihrer Verfügung ein vollautomatisiertes Programm. Dieses Programm arbeitet automatisch auf der Börse, analysiert über 600 Vermögenswerte und öffnet sogar für Sie die Positionen. Und was sehr wichtig ist, zu Ihrer Seite steht ein zugewiesener Senior-Analytiker. Er wird Sie auf dem Finanzmarkt betreuen und beraten. So, falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie mit Senior Analytiker kontaktieren und professionelle Unterstützung bekommen. Wissen Sie Bescheid. So, Herr Schmidt, haben Sie Info gelesen, gesehen, wahrscheinlich, oder haben Sie bezüglich noch Fragen? Ja, natürlich habe ich Fragen. Gut, Sie sagen, ja, bitte? Ihre Firma heißt VIP-Bittrade.com. Bittrade. Okay. Ja, genau. Okay. Bittrade. Ja. Okay, und wo sitzt Ihre Firma? Also sitzt in der Schweiz. Ich schicke Ihnen per E-Mail alle Info. Sie sehen dort unsere Adresse, alles. Aber das Unternehmen ist, das ist ein englisches Unternehmen. Trotzdem arbeiten wir mit allen europäischen Ländern, Herr Schmidt. Ja, also, und wo ist jetzt Ihr Hauptsitz, Ihr rechtlicher Sitz? Also Moment, ich schicke Ihnen Info per E-Mail. Damit Sie selbst also schauen können. Einige Sekunden. Sie können es mir sagen, ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Ja, ich sage Ihnen gerne. Ja, in gut. Der Schweiz, also. Super. Einige Sekunden, bitte. Ja, zum Sagen brauchen Sie einige Sekunden? Nein, also. Halbstraße 220. Ich hatte also Postleitzahl gesehen. 800 Zürich. Wegen der Postleitzahl. Ja, 800 Zürich. Also Hartstraße 220. Das hatte ich gar nicht gefragt. Adresse. Das hatte ich gar nicht gefragt. Ich habe nicht nach Ihrer Adresse gefragt. Ich habe gefragt, wo Ihr rechtlicher Sitz ist. Wo Sie also, rechtlich gemeldet dort ist sind. Unser rechtliches, ja, rechtliches Sitz dort ist dort. Also. Aber Sie sagen doch, dass Sie ein Unternehmen sind aus England. Also ein englisches Unternehmen, aber rechtliches Sitz in der Schweiz. Nee, das kann ja nicht sein. Wenn man in England gemeldet ist, dann ist man ein englisches Unternehmen, dann hat man seinen rechtlichen Sitz auch in England. Also, Herr Schmidt, ist es sehr wichtig, diese Frage für Sie. Ja, ich kann weiterleiten. Sie können mit Finanzabteilung darüber sprechen. Und diese Frage klären. Ja, dann leiten Sie mich weiter. Ich habe Fehler gemacht, ja. Mhm. Einige Sekunden, Herr Schmidt. Na, das sind aber einige Sekunden mehr. Danke für die Erwartung. Jetzt werden Sie mit Manager von Finanzabteilung sprechen. Ja, gut. Schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Halschmidt? Ja, das ist richtig. Herr Schmidt, jetzt helfe ich Ihnen. Sie haben irgendwelche Fragen. Sagen Sie mir bitte, welche Fragen haben Sie? Ja, Sie sagen, Ihre Firma sitzt in England und Sie sind rechtlich gemeldet in der Schweiz.
Erklären Sie mir das mal. Wir sind ein internationales Unternehmen. Unsere Hauptabteilung gibt es in Großbritannien, aber wir arbeiten mit den europäischen Ländern. Das heißt, wir haben eine Abteilung in der Schweiz. Nee, das habe ich ja nicht gefragt. Sie sagten, Sie sind eine englische Firma. Dann müssen Sie einen Sitz in England haben und nicht in der Schweiz. Sie können ja nur an einem Ort gemeldet sein. Doch, haben wir. Nee, nee, nee. Doch, man kann rechtlich nur an einem Ort gemeldet sein. Also wo sind Sie rechtlich gemeldet? Schon aufgegeben. Und tschüss. Ja, bitte. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Spreche ich Tag. gerade mit Sigmund Wagner? Ja, das ist richtig. So, ich heiße Laura Müller und ich führe das Projekt von automatisierter Handel am Finanzmarkt. Laura Müller ist Ihr So. Name. Bitte? Laura Müller ist Ihr Name. Ganz genau. Okay. Gut. So, und ich vertrete das Projekt von automatisierter Handel auf dem Finanzmarkt. Okay. Und welches Projekt? So. So, das geht um automatisierten Handel auf dem Finanzmarkt. Also das ist Arbeit mit Kryptowährungen oder mit Optionen. Ja, welches Und Projekt denn? Sie sagten, Sie vertreten ein Projekt. Welches Projekt denn? es heißt die Bitcoin Bank. Aha, die Bitcoin Bank. Also. Sind Sie eine Bank? Aber das geht um Arbeit mit Kryptowährungen oder mit Aktionen auf dem Finanzmarkt. Okay. Ganz genau, ja. Also, vorher haben Sie im Internet eine Werbung geschaltet und dann haben Sie Ihr Kontaktdaten hinterlassen. Ja, das kann sein, ja. Gut, da haben Sie Interesse für stabile Nebeneinkommen. Bitte? Ich verstehe Haben Sie Sie Interesse? schlecht. Sie sprechen so schlecht Deutsch, dass ich kaum verstehe. Also nochmal bitte. Haben Sie Interesse für stabile Nebeneinkommen an der Börse? Für was für ein Nebeneinkommen? Stabilische? Was ist stabilische? Guten Tag. Hallo. Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Super. Ich heiße Amanda Yamai, ich bin Kontomanagerin. Wir haben gestern unsere Wen Werbung wollen Sie denn gemeldet sprechen? mit Paul. Ja, und weiter? Super, hören Sie mich? Ja, mit wem wollen Sie denn sprechen? Ich habe Ihnen schon gesagt, mit Paul. Ja, den ganzen Namen bitte. Paul Rüdiger. Das ist beides der Vorname. Der Vorname ist Paul Rüdiger. Okay, super. Ja, und wie Meier. wollten. Ja. Paul Rüdiger Meier. Meier? Nee, Meier ist nicht mein Name. Mal wieder nennen mich die Betrüger nur bei meinem Vornamen. Kein Wunder, denn ich habe mich mit dem Namen Zugschmied Meier registriert und den können Sie einfach nicht nennen. Naja, so sind Sie halt. Hallo? Hallo, guten Tag. Mein Name ist Nelly Lauer. Ich rufe Sie aus dem Finanzmarkt an. Spreche ich mit dem Herrn Julius Schafgabe? Ja, ist richtig. Herr Schafgabe, Sie waren auf unserer Internetseite Amazon-Plattform Finanzmarkt und ich rufe Sie jetzt an, um Ihre Guten Lizenz Tag. zu aktivieren. Ja. Ja. Na, doch, du. Also wir haben über 30 unterschiedliche Produkte. Nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Amazon-Aktien, Tesla, Ölprofit und so weiter. Früher kostete einmalig die Lizenzgebühr 250 Euro. Jetzt ist es so, wenn Sie das aktivieren, diese 250 Euro bekommen Sie auf Ihrem Konto gleich drauf. Sind Sie Anfänger oder haben Sie Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Ja, ich bin noch Anfänger, aber Amazon, sagten Sie? Genau, wir sind Provider-Unternehmen von Amazon-Plattform, also von Amazon-Aktien. Currentcoins.net sind wir. Aber das ist, ich wusste noch nicht, dass Amazon Aktien anbietet.
Ja, das machen wir auch. Ja, naja, aber das kann ich ja, das kann ich ja schnell gucken, weil ich habe ja einen Amazon-Account. Und wo findet man das dann? Bei Also Amazon? ich schicke Ihnen per E-Mail den Link und alle Daten. Sie können nachgucken, überlegen und dann, also kontaktieren Sie uns per E-Mail entweder oder in den nächsten Tagen rufe ich Sie nochmal an. Ja, Augenblick, das können wir doch gleich machen. Ich brauche mich ja nur einloggen bei meinem Amazon-Account. Wo ist denn das zu finden bei Amazon dann? Weil bis jetzt habe ich noch nie gesehen, dass bei Amazon. Natürlich bietet Amazon Aktien an, aber eben nicht selber auf ihrer eigenen Plattform. Da sieht man mal, wie diese Betrüger versuchen, dumme Leute hinters Licht zu führen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, bitte. Hallo. Ja, schönen guten Tag, Herr Brümmer. Mein Name ist Emily Wagner. Sie sprechen mit Account Managerin vom Finanzmarkt. Können Sie sprechen? Ich kann sprechen, ja. Ich bin in der Lage zu sprechen. Ja, okay. Herr Brümmer, Sie waren interessiert, ein Handelskonto zu eröffnen, ja? Um online Handel zu machen. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Sie haben schon mit meinem Kollegen gesprochen, ja? Das weiß ich Und nicht. Ich weiß ja gar nicht, von welcher Firma Sie anrufen. ein Moment bitte, Oil Profit. Aha, okay, einer der vielen Ölprofit-Anrufe. Okay. Und mit welchem Kollegen habe ich gesprochen? Sebastian Schwarzmann. Das war ein Herr. Okay. Und nun? Und ich muss wissen, warum haben Sie Ihr Konto mit meinem Kollegen nicht aktiviert? Sie haben schon vor 19 Tagen angemeldet sich bei uns, ja, und Ihr Konto ist registriert, aber nicht aktiviert immer noch. Ja, das ist so, weil ich es nicht Und wollte. Sie wollten das nicht, aber Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie Interesse daran haben, ja? Ja, grundsätzlich habe ich auch Interesse, mit seriösen Firmen zu handeln. Okay, und sagen Sie mir bitte, hatten Sie bereits Erfahrung mit Online-Handel auf Webplattformen? Nein, habe ich nicht. Okay, dann machen Sie sich keine Sorge, ja, wir Mache ich arbeiten auch bald nicht. auch. Okay, darf ich wissen, warum? Was, warum? Warum ich mir keine Sorgen mache? Ach so. Ja, okay, Sie meinen, machen Sie keine Sorge. Ja, okay. Ja, wie ich gesagt habe, wir arbeiten als auch mit Anfängern, als auch mit erfahrenen Leuten, ja? Und für die ersten bieten wir die Unterstützung eines Finanzanalysten an, der seit mehr als 10 Jahren in diesem Bereich tätig ist, ja? Und ja, sogenannten Broker. Er analysiert den Markt jeden Tag und er wird für Sie einen Finanzplan erstellen, wo und wann genau Sie von einer Investition profitieren können, ja? Sie können investieren bei uns für Kryptowährung, für Rohstoff, für Aktien, ja, vielleicht zum Beispiel Amazon, Tesla oder Google und für Forex. Haben Sie darüber gehört? Ja, Forex, ja, zum Beispiel chinesische Währung oder Kryptowährung Bitcoin, Solana, Ethereum, USDT, ja. Sie werden das vereinbaren mit Ihrem Finanzanalytiker, ja. Und er wird nehmen sogenannte Signale, wann können Sie investieren und mehr Profit machen, ja? Was sind das für Und bitte. Signale? Signale, wann können Sie investieren, wofür werden Sie investieren und mehr Profit machen. Und woher Vielleicht zum bekommt er die Beispiel Signale? vom Finanzanalytiker. Ja, wo kriegt der die Signale her? Ja, per SMS, telefonisch Ach, oder der per E-Mail. Finanzanalytiker kriegt seine Signale per SMS. Okay. Genau. Ja, das ist Zusammenarbeit mit Ihrem Finanzanalytiker. Sie können telefonisch sprechen oder per E-Mail oder per WhatsApp, ja? Nee, ich habe doch Und bitte. gefragt, woher der seine Signale kriegt. Ja, Herr Brümmer, einfach, Sie werden zusammenarbeiten mit Ihrem Finanzanalyst, ich meine, ja?
Ja. Der wird für Sie einen Finanzplan erstellen. Wofür werden Sie investieren? Für Kryptowährung, für Forex, für Aktien oder für Rohstoff, ja? Ja, aber Und Sie der haben meine Gewinn Frage doch bei nicht beantwortet. der... Okay, fragen Sie bitte. Woher bekommt der seine Signale? Sie meinen, woher werden Sie bekommen Signale Nein. vom Finanzanalytiker Nein, oder was? woher bekommt der Finanzanalytiker seine Signale? Ah, okay. Ja, wie ich gesagt habe, er ist in diesem Bereich mehr als 10 Jahre. Ja, er hat schon große Erfahrung. Er analysiert den Markt jeden Tag und er wird Risiko minimisieren, ja, und Signale geben. Wofür werden Sie genau investieren? Für Kryptowährung, für Aktien? Ja, zum Beispiel Bitcoin wird höher, ja, Preis für Bitcoin. Und er wird einfach sagen, bitte investieren Sie bitte für Kryptowährung. Sie werden mehr Profit machen, ja? Einfach einen Finanzplan erstellen mit Analytik, ja? Ja, Und gut. okay, und ja, bitte. Welches war jetzt Ihre Firma nochmal? Das kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Oil Profit. Und Ihre Plattform heißt Ölprofit, oder wie? Ja, genau. Googlen Sie bitte einfach, ja? Nö, ich möchte gerne auf Ihre Plattform direkt drauf gehen. Ja, Da Herr brauche ich die Böhme, URL brauche ich dafür. okay, dann nach unserem Anruf, ich kann die Zugangsdaten schicken, ja, zu Ihrem Ich brauche Konto. erstmal nur den Namen Ihrer Plattform, die URL. Also, Oil-Profit. Minus Pro Feed und weiter. Oil-Profit.com. Ja, und weiter? Aha. Okay, gut. Dann haben wir das. Das ist Ihre Plattform. Ja, oilprofits.com. Okay, gut. Haben Sie das gefunden? Nee, ich gucke gerade erstmal. Gut, Ja, okay. gucken Sie bitte. Ja, der Rechner ist ein bisschen langsam, aber das kriegen wir ja schon hin, ne? Gut. Oil-profits.com. Ja, ist richtig. Hab ich verstanden. Gut, und wo sitzt Ihre Firma? Ja, unser Hauptsitz ist in London. Wir arbeiten mit Deutschland, mit Franz, ich meine, ja, mit Franz, Mit mit was? Spanien, Ach, mit mit Frankreich heißt das. ja, genau. Und ja, mein Deutsch ist nicht so gut, aber wir Das arbeiten merke mit ich. alle Europa. Ja, vielen Dank. Aber auf jeden Fall, wir arbeiten mit alle Europa, ja, und unsere Finanzanalytiker, unsere Agenten sprechen auf Deutsch, auf Französisch, auf Spanien, auf Englisch, ja. Ja gut, okay. Und Und haben Sie das geguckt? Ihre Plattform, wie alt ist Ihre Firma denn? Ist das eine Ja, erfahrene Firma? genau. Wir sind in diesem Markt schon 4 Jahre. 4 Jahre. Ja, genau. Aber unser Finanzanalytiker hat natürlich mehr Erfahrung, mehr als 4 Jahre. Ja, das heißt mehr als 10 Jahre. Und wenn Sie können, einfach unsere Website öffnen. Sie können sehen alle Informationen, ja, about Kontakt, Login und Sie können Language, Sprache auswählen, ja. Ja. Hier steht alle Informationen. Learn how you can begin your trading journey. Sie können einfach unsere Website auf Deutsch übersetzen, ja. Ja. Und haben Sie das geguckt? Nee, noch nicht. Ich wollte erstmal nur ein paar Informationen haben. Steht auf Ihrer Webseite auch, wo Sie reguliert und registriert sind? Ja, genau. Ja, einen Moment bitte. Sie haben Ihre E-Mail-Adresse werner.bro@mds.email. Stimmt das? Das ist richtig, aber das können Sie mir ja auch sagen, wenn ich Sie gerade am Telefon habe.
Wo sind Sie registriert und reguliert? Das würde ich gerne wissen. Ich habe gesagt, unser Hauptsitz in London. Wir arbeiten vollständig online. Wir sitzen in Callcenter und wir rufen an unsere Kunden. Das habe ich aber nicht gefragt. Ich habe gefragt, wo sind Sie reguliert und registriert? In London, natürlich. Und bei wem? Was meinen Sie? Welche Behörde reguliert Sie? Welche was? Welche Behörde Sie reguliert? Wissen Sie, ich habe das nicht verstanden. Können Sie mir einfach buchstabieren, bitte? Welche Behörde Sie reguliert? Wollen Sie es auf Englisch haben? Regulation. Ah, ja, natürlich. So. Ja, ich muss das gucken. Ja, dann gucken Sie. Hallo. Warum sagen Sie denn jetzt nichts mehr? Ja, Herr Brümmer, einen Moment bitte. Ist Ihr Telefon kaputt oder was? Erst höre ich Radau und jetzt höre ich gar nichts. Hallo. Ja, Herr Brümmer. Ja. Können Sie mich hören? Jetzt höre ich Sie wieder. Können Sie mich hören? Ja, wie ich gesagt habe, unser Hauptsitz ist in London, ja? Und wir arbeiten vollständig online. Ja, das war nicht die Frage. Ich habe gefragt, über wen Sie reguliert sind. Wir sind Börse, ja? Wo können Sie Onlinehandel machen? Ja, eben. Und genau, und deswegen muss man reguliert sein. Wo sind Sie reguliert? Who made the regulation? Wir haben keine Regulation. Okay, dann hat sich das für mich schon erledigt. Finanzdienstleister, die nicht reguliert sind, die sind nicht seriös. Okay, alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Betrüger. Wieder einmal Ölprofit und wieder einmal sind die völlig überfordert, wenn man nach der Regulierung fragt. Diesmal hat die Betrügerin am Schluss aber zugegeben, dass sie nicht reguliert sind. Die war wohl nicht gut geschult. Danke, dass ihr dabei wart und wer mag, kann gerne einen Daumen hoch geben und den YouTube-Algorithmus füttern, indem ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Wir hören uns im nächsten Video. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Euch eine gute Zeit. Bis später.